Okay, ich sehe den Schiff vor uns. Herzlich willkommen, einen wunderschönen Samstag bei der neuen Ausgabe von The Daily Dram. Heute aus meinem zweiten Wohnzimmer, die Austrian Bar Academy. Und ich möchte auch begrüßen die Zuschauer, die sich über Falstaff und Liquid Market zugeschaltet haben. Was werden wir heute machen? Wir werden heute zwei Drinks, zwei Cocktails, einfache Drinks, die man auch leicht zu Hause machen kann, präsentieren. Und einer davon ist der Midsummer Spritz. Dazu werden wir mal das Glas vorkühlen. Das kann man natürlich zu Hause auch mit Würfeleis machen, wenn man kein Crusher zur Verfügung hat. Das ist überhaupt kein Thema. Wichtig ist bei diesem Drink, man kann den ganz leicht und schnell zubereiten. Keine Shaker oder sonstige Equipment-Sachen notwendig. Das heißt, es geht alles relativ rasch und unkompliziert. Und das soll zu Hause natürlich immer der Fall sein. Gut, und das Glas kühlt relativ schnell. Das heißt, wir werden dann schon das Eis dazugeben. So, was verwenden wir? Und zwar einerseits den Hendrix Midsummer, die Edition, die Sonderedition, richtig sehr angenehm fruchtig. Dazu 3cl. Dann ein bisschen Säure dazu, 1cl frisch gepresster Limettensaft. Und von Thomas Henry haben wir Wildberry, eine sehr fruchtige, bärige Version davon. Das gießen wir schön auf. Rezept seht ihr hier auf der Seite übrigens. Wir werden das Ganze leicht verrühren. Nicht zu viel. Kohlensäure wollen wir natürlich im Drink haben. Und als Garnitur, damit wir zusätzlich noch ein bisschen Frische haben, geben wir noch eine Gurkenscheibe ins Glas. Das ist das Ganze. Geht relativ schnell unkompliziert. Sehr erfrischend, sehr fruchtig, sehr angenehm. Midsummer Spritz. Gut. Die Zutaten, wenn ihr jetzt keinen direkten Zugriff habt, könnt natürlich probieren, über das Gintaxi, gintaxi.at die Sachen zu bestellen. Ansonsten vielleicht schaut es Spar oder so, wo man die Zutaten noch bekommt. Soll im Prinzip kein Thema sein, sollte alles leicht verfügbar sein. Aber frisch gepressten Limettensaft, man kann natürlich auch Limetten frisch mit der Hand auspressen. Überhaupt kein Thema. Gut. Der zweite Drink mit dem Namen 1891. Das ist das Gründungsjahr vom Kunsthistorischen Museum. Den Drink habe ich im Rahmen einer Veranstaltung dort Kunstschatzi kreiert. Auch ein Drink, der leicht zuzubereiten ist, auch im Gästeglas. Von der Thematik her nicht so fruchtig wie der, ist leicht herb, aber auch sehr erfrischend. Zutaten haben wir auch schon hier stehen. Einmal Hendrix Gin, Martini Bitter, Martini Extra Dry. Dazu noch Pink Grapefruit Saft. Besten frisch gepresst, wenn nicht, Firma Rauch, hat auch einen sehr, sehr guten Pink Grapefruit Saft und das Ganze mit Thomas Henry Tonic aufgespritzt. Gut, Glas ist gekühlt. Das heißt, jetzt geht's los. Wieder 3cl, diesmal vom Hendrix Gin. Dann haben wir 1cl vom Martini Bitter. 1cl vom Martini Extra Dry. Dann kommt der frisch gepresste Pink Grapefruit Saft mit 3cl. Rezeptur seht ihr wieder auf der Seite. Mit Thomas Henry Tonic aufspritzen. Das Ganze verrühren wir wieder. Ganz leicht. Vermischt sich natürlich sehr schnell durch die Kohlensäure auch. Als Garnitur Achtel Grapefruit. Halbe Zitronenscheibe ins Glas, Halme brauchen wir keinen. Sehr zum Wohl, meine Lieben, und ich hoffe, ihr genießt das. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich werde mir wieder zwei Drinks überlegen, damit wir da auch vielleicht Variationen reinbringen von den Zutaten, damit das nicht nur sommerlich erfrischende Drinks sind, sondern vielleicht auch Drinks, die man ganz gemütlich genießen kann am Abend zum Sippen. Also wir werden da schauen, dass wir da auch im Bereich von Whisky und Rum natürlich etwas nachliefern werden. Wenn ihr Fragen habt, bitte einfach einen Comment schreiben und
Wir werden schauen, dass wir da jederzeit natürlich eine gute Antwort für euch finden. Sonst würde ich ja sagen, genießt die Sachen. Gintaxi.at könnt ihr alles bestellen. Und ansonsten sehr zum Wohl. Und ich hoffe, ihr genießt ein schönes Wochenende.